Als Ergänzung zum kleinen Fiat 600 präsentierte Fiat 1963 auf dem Genfer Automobilsalon eine kleine Limousine mit Heckmotor. Zwei Jahre später folgte in dieser Reihe das Coupé und das Sport Spider Modell des Fiat 850. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das alte Markenemblem mit dem Lorbeerkranz wiederverwendet und war von nun an das Logo für alle Sportwagen der Marke. Hatte die Limousine bereits den verbesserten Motor des Fiat 600 mit einem vergrößerten Hubraum von 843 Kubik und einer Leistung von 34 PS mit Normalbenzin und 37 PS mit Superbenzin, legte Fiat für die Coupés und die Spider nochmals an Leistung zu. Das hier gezeigte nach 1968 gebaute Spider-Modell gehört zu den von Fiat damals bereits überarbeiteten Modellen und hat einen Motor mit 903 Kubik und einer Leistung von 54 PS. In Deutschland damals zugelassene Fahrzeuge weisen in den Papieren meistens 896 Kubik auf, da diese Angabe eine niedrigere Steuereinteilung ermöglichte. Der kleine Spider erreicht mit seinen 54 PS durchaus eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 155 km pro Stunde. Die schnittige Karosserie wurde von Giorgetto Giugiaro gestaltet, der damals noch bei Nuccio Bertone unter Vertrag stand. Die Linie des Spiders und des Coupés wirken flach und sehr reduziert. Ein abgerissenes Heck und die keilförmige Front sprechen für die Designsprache der 60er Jahre. Reduziert und formschön stellte Bertone dieses Fahrzeug in Serie her. Auch innen wirkt italienischer Flair. Das Armaturenbrett ist mit Holzoptik überzogen. Der Armaturenträger ist klassisch gehalten und die Uhren sehr übersichtlich. Bequeme Ledersitze und Leder auf der Armaturenablage vermitteln etwas Luxus im Innenraum. Einzelradaufhängung vorne und hinten verleihen den kleinen Sportler mit seinen 735 Kilogramm eine gute Straßenlage. Sowohl für Fiat als auch für Bertone war der Fiat 850 Spider mit knapp 125.000 gebauten Exemplaren ein Langzeiterfolg.